Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Wir widmen uns heute in diesem Video mal dem Jahreszwischenstand. Ich möchte mit euch eben über die Bücher reden, die bislang 2020 besonders gut oder besonders schlecht waren oder in einer anderen Hinsicht irgendwie herausstachen. Ich habe jetzt einfach diesen letztjährigen Tag, den sogenannten Mid-Year Book Freakout Tag, mal ins Deutsche übertragen und nenne es jetzt einfach Jahreszwischenbilanz oder ja, Halbjahresfazit, so etwas in der Art, damit einfach klarer ist, dass es hier um eine kurze Nennung von verschiedenen Werken geht, die man ja unter verschiedenen Themen und inhaltlichen Punkten zusammenfassen kann. Es sind insgesamt 13 Punkte und ich nenne sie, ich werde sie nicht erläutern, ich werde nicht meine großen Meinungen dazu äußern oder mal in die Tiefe gehen, sondern sie wirklich nur mal kurz erwähnen. Davor will ich allerdings noch sagen, dass es mich gerade sehr glücklich macht, dass wir mit der Leserunde zumindest einen ersten Anfang gefunden haben, dass wir uns auf der Discord-Seite versammelt haben. Es scheint einfach eine sehr bunte, sehr fröhliche und leselustige Truppe zu sein, sehr sympathisch. Am 15.07. scheint es loszugehen, also ich werde bald auch nochmal eine Umfrage erstellen bei Discord, wenn ich herausgefunden habe oder falls ich herausgefunden haben sollte, wie man eine Abstimmung dort initiiert. Ich kann nichts versprechen, ich bin da wirklich ein technischer Anfänger, ein absoluter Beginner. Hoffe auch, dass jemand von euch das vielleicht versteht und mir dann erklären kann. Das wäre ganz toll. Auf jeden Fall macht das gerade Freude und ich bin sehr enthusiastisch und glücklich darüber, dass ich dann bald in 2 Wochen mit euch gemeinsam die Früchte des Zorns beginnen werde. Ich freue mich sehr drauf, gerade ist in der Arbeit sehr viel Stress. Wir nähern uns ja mit großen Schritten dem Schuljahresende und es gibt jetzt so viele Korrekturen, so viele Konferenzen und so viel Organisatorisches, was man bedenken muss. Aber wenn das Ganze dann abgeschlossen sein wird, dann wird auch direkt der 15.07., denke ich, schon da sein und wir werden beginnen. Ich freue mich also sehr darauf. Gut, jetzt kommen wir zum ersten Punkt. Das beste Buch bisher 2020. Ich entscheide mich hier für Thomas Mann, für Der Tod in Venedig und andere Erzählungen. Ja, ich habe in diesem Erzählwerk oder in diesem Konvolut von verschiedenen Geschichten einfach ganz neue Seiten entdeckt. Ich habe einen sehr zärtlichen Thomas Mann entdeckt, der über seine Kinder schreibt. Ich habe einen unsicher aus dem Zugfenster stierenden Thomas Mann erlebt, der einen anderen offenbar ja gut situierten, noblen Herrn beobachtet und dabei eigentlich seine ganze Weltunsicherheit auch äußert. Ich genieße sehr diese Vorstufen von Romanen wie dem Zauberberg oder von den Buddenbrooks, die man hier eben findet, also kurze Abbreviaturen der großen Romane, aber dabei immer schon den Kern enthaltend, also sei es vielleicht der magische Künstler oder der Künstler, der in der Opposition zum Bürgerlichen steht oder ja ein junger Mann, der hinausgeht auf eine Art Lebenswallfahrt, der sich beweisen muss. Alles verknappt, aber eben doch finde ich qualitativ schon ganz toll. Ich habe auch emotional einfach häufig mit diesen Figuren mitgefiebert, gerade weil sie ja, weil immer relativ klar und schnell benannt wird, was denn eigentlich gerade deren Lebensthemen sind. Und da hat man auch dank der großartigen Schilderung von Thomas Mann relativ schnell den Zugang und fühlt eben mit. Wenn es allerdings um ein Einzelwerk gehen sollte, dann wähle ich von Harari eine kurze Geschichte der Menschheit. Ja, dieses Sachbuch ist nicht nur ungeheuer klug, ungeheuer lehrreich, sondern zeugt auch einfach von einer, von einer Intelligenz dieses Autors, eine Intelligenz, die nicht bestechlich ist, die nicht in Kategorien und Bahnen denkt, die also nicht durch universitäre Strömungen vorgegeben ist. Er überrascht einen auch wirklich. Also gerade wenn man gedacht hat, so ich habe ihn jetzt vielleicht als linken Theoretiker durchschaut und könnte erahnen, was er dann über die Gesellschaft sagt, was er über vielleicht den kapitalistischen Warenstrom sagt. Und im nächsten Satz oder auf der nächsten Seite überrascht er mich dann mit einer Wendung, mit einem Gedankengang, der aber dann auch erklärt, erläutert wird und der inhaltlich so klug ist, dass man einfach oder dass ich sehr begeistert bin von diesem unbestechlichen, ganz eigenständig denkenden Harari. Nummer 2, die beste Fortsetzung bisher. Ich lese keine Fortsetzung, ich kann das also nicht beantworten. Ich habe mit Elena Ferrante, meine geniale Freundin, gerade den ersten Teil zu einer Fortsetzungsreihe gelesen. Allerdings, wie gesagt, der erste Teil, da müsst ihr also vermutlich bis zum nächsten Mittsommernachtszwischenstand oder Halbjahresfazit warten, bis ihr die Fortsetzung kennenlernen wollt. Nummer 3. Eine Neuerscheinung, die du noch nicht gelesen hast, aber zu der du bald greifen wirst. Ja, die gleiche Antwort natürlich. Auch hier habe ich jetzt keine Neuerscheinungen auf meinem Stapel oder auf meinem Regal der ungelesenen Bücher. Kann ich also nicht beantworten. Nummer 4. Deine am sehnlichsten erwartete Neuerscheinung der zweiten Jahreshälfte.
Ja, selbst wenn ich jetzt mal ein bisschen länger darüber nachdenke, fällt mir auch nichts ein. Natürlich bin ich gespannt darauf, was denn so die großen die Literaturpreise bringen, also welche Bücher jetzt vielleicht auf des Deutschen Buchpreises genannt werden, was dort so erscheint oder dann eben auch die anderen Buchpreise, die es so gibt. Den Georg-Büchner-Preis möchte ich auch beobachten, was sich dort regt. Oder jetzt gerade der Ingeborg-Bachmann-Preis wurde ja an eine ältere Schriftstellerin verliehen, die ich noch nicht kannte. Sie fand ich aber auch außerordentlich aufregend, aber auch das ist ja eigentlich keine Neuerscheinung. Aber ja, ich achte natürlich schon auf Bücher, die eben jetzt so auf dem Markt erscheinen, aber eher in einer ausgezeichneten Hinsicht, als dass ich jetzt darauf achte, dass es von 2020 die Bücher sein müssen. Nummer 5, die größten Enttäuschungen. Ja, also das schlechteste Buch in diesem Jahr ist von Nawar Ibrahimi, Das Paradies meines Nachbarn. Das habe ich erst vor wenigen Wochen gelesen. Das ist das mit relativ deutlichem Abstand schlechteste Buch bislang, aber es ist auch auf der anderen Seite keine Enttäuschung, weil ich diese Autorin gar nicht kannte und weil ich daher auch keine Erwartungen hatte. Eine wirkliche Enttäuschung ist für mich Brigitte Kronauer, Verlangen nach Musik und Gebirge. Eine Enttäuschung ist sie deshalb, weil ich mir denke, Kronauer und ich, wir könnten eigentlich echt gute Freunde werden. Also Kronauer hat eigentlich, finde ich, auch einen so intelligenten Zugang, einen sprachlich so virtuosen Zugang. Also sie möchte nicht einfach schreiben, sie will den Leser auch herausfordern, provozieren. Und das sind eigentlich alles Eigenschaften, die ich, ja, wenn es eben entsprechend aufbereitet wird, sehr genießen kann. Und ich mag es auch, dass sie eigentlich ganz einfache Sujets hat, dass ihre Themen vielleicht um Hotelabenteuer kreisen oder um ein Zusammenspiel von 5 Personen, die sich dann miteinander austauschen und in deren Verlauf oder in deren Gesprächsverläufen sich dann eine gewisse Hierarchie offenbart oder die Versuche, die Hierarchie eben dann immer auch umzudrehen oder sich selber ins Licht zu setzen oder vielleicht eine Frau zu umgarnen oder einen Mann zu bezirzen. Das sind tolle alltägliche Themen, die eben auch durch diese gebrochene Sprache eigentlich ein literarisch anspruchsvolles Gesamtambiente bieten. Aber irgendwie schafft es Kronauer nicht, mich zu begeistern, dadurch, dass sie dann alles fragmentiert, dadurch, dass ich nicht mehr herausbekommen kann, wie die Figuren eigentlich ticken, wie sie denken, was sie fühlen, wann sie was ernst meinen und wann nicht. Dadurch ist es bei mir so eine Art Hassliebe geworden. Also ich bin mir ganz sicher, dass ich Kronauer auch noch weiterhin lesen werde, weil ich den Eindruck habe, ich muss sie vielleicht noch ein bisschen mehr verstehen. Vielleicht muss ich noch herausfinden, wie sie das meint, wie sie die Welt sieht. Dann kann ich es vielleicht genießen, aber dieser Roman war für mich wirklich leider eine Enttäuschung. Nummer 6, die größte Überraschung. Ja, hier habe ich mich jetzt stellvertretend mal für Gabriele Reuter aus Guter Familie entschieden, denn es gibt natürlich einige Werke, die ich jetzt großartig finde, von denen ich die Autoren, Romane, deren Autoren ich nicht kannte und die sich dann aber als wunderbar lesenswert erwiesen haben. Gabriele Reuter ist heute nahezu vergessen. Ich wollte sie einfach mal lesen unter der Brille der feministischen Spurensuche sozusagen. Ich wollte einfach die deutschen Klassiker mal entmännlichen und wollte mir ganz bewusst mal die weiblichen Koryphäen anschauen, denn es gibt einfach nicht allzu viele. Wenn man mal Annette von Droste-Hülshoff außen vor lässt und wenn wir ehrlich sind, wissen die wenigsten von uns wahrscheinlich auch etwas zu ihr. Ich glaube, ihr kennt das schon. Also ich hatte letztens, da ist er, ich habe auch den Roman zu ihr gelesen. Ja, aber jedenfalls hat mir dieser Roman dann außerordentlich gut gefallen. Auch der Holzinger Verlag hat hier eigentlich ein haptisch relativ scheußliches Buch herausgegeben und auch das hat mich vermutlich in meiner Meinung zunächst etwas tendenziös, wie komme ich jetzt aus dem Satz raus, denken lassen. Also ich dachte einfach, es sei vielleicht inhaltlich ähnlich fummelig und wabbelig, aber es ist, finde ich, ganz toll. Es ist ein sehr spannender Roman, erinnert mich halt sehr stark an Theodor Fontane und an seine Frauenfiguren, nur hier mal aus der authentisch-feministischen Blickrichtung und wirklich ein sehr ambitionierter, ein sehr politischer und auch ein philosophiekritischer Buch, also ein männlichkeitskritischer Buch, ein männlichkeitskritisches und universitärkritisches Buch. Es enthält eben sehr viele Themen und arbeitet sich an vielem ab, was Ende des 19. Jahrhunderts meistens für die männlichen Autoren wichtig war. Ja, auf jeden Fall eine positive Überraschung. Nummer 7. Wie liegen wir an der Zeit? Geht so. Dein neuer Lieblingsautor. Hier wähle ich mal Arno Schmidt, Das steinerne Herz. Ja, Arno Schmidt ist vermutlich kein Autor, den ich reihenweise lesen möchte. Dafür ist seine Sprache eben auch zu besonders und das ist wie etwas intensiv zu essen, das vielleicht wie eine Olive. Ich möchte auch nicht reihenweise Oliven essen, aber hin und wieder sind sie für mich wirklich ganz köstlich. Oder Kapern. Kapern in bestimmten Mengen sind wunderbar und ergänzen einfach den Speiseplan. Und ähnlich ist es mit Arno Schmidt. Er hat eine wunderbare Verbindung aus einer
höchst subjektivierten Sprache. Besonders die Dialoge sind außergewöhnlich gestaltet. Also man wird einen Arno Schmidt-Dialog unter Hunderten wiederfinden, dadurch, dass er eben so etwas wie die hundertprozentige Authentizität der Dialoge fordert. Also die Leute sprechen dann auch wirklich so, wie sie halt mal sprechen. Und wenn sie dann nicht mehr so richtig artikulieren, sondern eher so in ihrem Dialekt oder im Akzent daher plaudern oder dahin vielleicht auch mal stolpern, dann vollzieht Arno Schmidt diesen Sprechgesang oder diese vielleicht auch Fragmentierungen nach. Auf der anderen Seite eben auch ein politisch denkender Mensch, einer, der die Zeitumstände auch in den Blick nimmt und dadurch ein ganz besonderer Autor. Ich freue mich auf mehrere Werke von ihm. So, Nummer 8, deine neueste Schwärmerei für eine Romanfigur. Ja, das ist wieder so eine Frage, die ich relativ schwierig zu beantworten finde, aber ich habe mich jetzt dennoch mal für Gilgi, eine von uns, entschieden. Ja, Gilgi, geschrieben von Irmgard Coyne, ist eine selbstbewusste Frau. Sie weiß, dass sie sich verwirklichen muss, sie weiß, dass ihr nichts geschenkt wird im Leben. Sie ist auch nicht wehleidig, sie ist in keiner Weise weinerlich, sondern sie geht die Dinge wirklich an. Sie leidet unter wirtschaftlichen Verhältnissen, sie leidet mit Sicherheit auch unter ihrer Stellung als Frau, also die sexuelle Bevormundung und auch das relativ geschmacklose Anquatschen auf der Straße gehört eben 1920 zum guten Ton. Darunter leidet allerdings so gut wie jede Frau. Gilgi leidet darunter auch. Aber sie ist auch nicht lamoyant, sondern sie weiß einfach, dass sie selber die einzige Größe ist, die einzige Konstante in ihrem eigenen Leben, um sich eben zu entwickeln, um wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Und auch ihren Freund Martin, ich denke, er heißt Martin, begutachtet sie eigentlich sehr liebevoll. Also sie weiß auch manchmal, wie der Martin tickt, selbst dann, wenn er das nicht zu wissen scheint. Also sie kann ihn sehr gut sozial interpretieren. Sie hat eine große emotionale Intelligenz und dadurch ist Gilgi einfach nur eine intelligente Frau. Sie ist eine strebsame Frau, also sie hat wirklich einen großen Willen und sie ist aber unglaublich liebevoll und dabei nicht bevormundend. Also sie lässt Martin und auch ihren anderen Freunden die Luft zum Atmen. Selbst wenn sie etwas erkennt, selbst wenn sie einen Gedanken über deren Leben hat, dann verschweigt sie das häufig. Nicht, weil sie vielleicht einen guten Tipp hinten anstellen oder verbergen möchte, sondern weil sie weiß, dass jeder am liebsten der eigene Herr ist. Das ist sie nämlich in ihrem eigenen Leben auch. Das ist eine ganz wunderbare Frauenfigur. Ich würde sie gerne kennenlernen. Ich weiß noch nicht, ob sie es mit mir aushalten würde oder ob sie 2020 noch klar käme. Das kann ich nicht beurteilen. Wenn es allerdings auch um eine reale Figur geht oder um eine jetzt lebende Frau, dann würde ich gerne mal Kia Fahrland treffen. Das ist jetzt vielleicht kein direkt großer Schwarm, aber ich glaube, dass Kia Fahrland einfach mir bei einem Kaffee sehr viel über Künstler erzählen könnte, über Leonardo da Vinci oder über Raphael oder über Tizian. Also sie scheint einfach, was die Kunstwelt angeht, einen sehr intensiven, aber eben auch umfassenden Blick zu haben. Ich glaube, da könnte ich einfach stundenlang nur staunen, wäre nur begeistert von der Intelligenz von Kia Fahrland. Das wäre bestimmt auch ein schönes Treffen. Nummer 9, deine neueste Lieblingsfigur. Ich entscheide mich hier für Nagel. Nagel in Mysterien von Knut Hamsun ist ein junger Mann, der immer parallel konstruiert, seine Welt aufbaut, Dinge miteinander verknüpft, versucht durch seinen Verstand eben Hintergründe zu erkennen. Er möchte vielleicht auch unbestechlich denken, er möchte erkennen, was Moral ist und was nur Zeitgeist ist. Er will vielleicht wirtschaftliche Interessen erkennen, er will die Bigotterie seiner Landsleute entlarven. Auf der anderen Seite möchte er aber auch immer dekonstruieren und vor allem dekonstruiert er sich auch immer. Also er zweifelt auch an seiner eigenen Vorstellung, er zweifelt an seiner eigenen subjektiven Idee und alles das, was er eben aufbaut, ist ja subjektiv. Deswegen dekonstruiert er das Konstruierte schon wieder. Und das ist jetzt keine oder soll gar nicht der Versuch sein einer super schlau klingenden Erklärung. Es war nur mein Eindruck. Also, dass da jemand etwas aufbaut und immer wieder gleichzeitig abbaut. Und das ist natürlich ein schizophrener Ansatz. Es ist ein höchst komplexer und einfach auch nicht gewinnbringender Ansatz. Es ist eigentlich eine Drehung, meinetwegen des Sisyphus-Motives, also dass man immer etwas tut, was aber nicht von Erfolg gekrönt sein wird. Nur, und das finde ich ist das Geniale, gibt es keinen Stein, sondern er selbst ist der Stein. Er rollt sich immer wieder nach oben, er rollt dann aber auch immer wieder nach unten und man fragt sich immer, wer hier eigentlich der Motor ist und wer das Bewegende ist und was ist eigentlich Gegenstand und was ist Ursache. Also das ist eine psychologisch wunderbar komplexe Darstellung, ohne dass das alles so drinnen steckt, sondern das ist eben Knut Hamsuns geniale, absolut geniale Darstellung eines Mannes, der nicht immer sympathisch ist. Aber meine spannendste Figur, ein sehr charismatischer Nagel. Dann Nummer 10, ein Buch, das dich zum Weinen brachte
Und hier wähle ich mal von Haruki Murakami Naokos Lächeln. Bei diesem Buch, bei diesem Roman habe ich nicht geweint, obwohl sich das hin und wieder auch anbieten würde, denn es ist ja eine durchaus dramatische Liebesgeschichte mit sehr traurigen Elementen. Denn Toru und Naoko, genau, lernen sich kennen und werden auch nicht immer hundertprozentig glücklich sein. Alles andere als das. Aber ich habe jetzt nicht bei dem Buch geweint, sondern ich habe über dieses Buch einen Regisseur kennengelernt, nämlich Koreeda. Und bei einem Film von ihm, sogar bei zweien, einmal bei Shoplifters und dann bei Still Walking, habe ich geweint. Wer also gerne ja, Dramen sieht, die allerdings jetzt nicht auf die Tränendrüse absichtlich drücken, aber eben durch ihre wunderbar gestalteten Figuren und durch die Liebe der Figuren zueinander, wie habe ich angefangen, einen Film kennenlernen möchte oder sich eben ja auch in problematische Fahrwasser begeben will und kein Problem damit hat, wenn Figuren am Ende eben vielleicht auch mal scheitern und wenn sich etwas dramatisch Trauriges entwickelt, dem sei Koreeda ans Herz gelegt und ich bin Murakami eben sehr dankbar für diese Vernetzung. Ein Buch, das dich fröhlich stimmte, Nummer 11. Ich wähle hier Bulgakov, die verfluchten Eier. Ja, Bulgakov, der Meister der Groteske, der Satire, der eben immer das dramatisch-stalinistische oder eben das frühkommunistische in den Blick nimmt und natürlich auch kritisiert. Der auf der anderen Seite aber auch wunderbar herrliche, satirische, groteske Straßenszenen schildert, also überzogene, übertriebene Szenen, in denen zum Beispiel mal zwei Männer mit kleinen Pistölchen gegen riesenhaft vergrößerte Schlangen und Spinnen und Kröten kämpfen müssen. Und das ist so, ja, wie ist das? Das ist kolportagehaft spannend geschrieben. Also es bemüht sich jetzt gar nicht immer um den größten Stil, sondern es ist auch manchmal absichtlich auf einem Serienniveau, auf einem Fernsehserienniveau. Und dementsprechend, klar, sieht man das aber auch vor sich, wie hilflos zum Beispiel diese Männer in der Situation sind. Und auch die Namen sind bei Bulgakov natürlich immer ein Schmunzler wert. Insgesamt muss ich aber auch sagen, dass ich laut lachend sitze ich selten vor einem Buch. Nummer 12, dein hübschester Neuzugang. Ja, ich finde hier zum Beispiel Die Frau in den Dünen vom Unionsverlag herausgegeben. Sehr schön. Also Kobe Abe hat hier eben einen Roman gestaltet, der sich schon irgendwie auch widerspiegelt im Cover. Denn das, was hier zu sehen ist, das könnte Wasser sein, das könnten Wellen sein, das könnte aber auch Sand sein. Und diese Vielschichtigkeit mag ich. Ich mag auch diesen rein puristischen Schwarz-Weiß-Anblick, in dem man aber dennoch sehr viel erkennen kann. Auch die Emotionen, die hier drin stecken, etwas Bewegtes, etwas vielleicht Chaotisches, etwas, was den Menschen auch überfordert. Eine Kraft, die der Mensch nicht kontrollieren kann. Auf der anderen Seite sind weiche, runde Formen natürlich immer auch etwas Erotisches oder enthalten zumindest eine Komponente, die sich immer auch so deuten lässt, eben als Rundungen des Körpers. Ich finde einfach, dass es eine sehr puristische, einfach gestaltete Möglichkeit ist, auf einen Inhalt aufmerksam zu machen oder ihn vielleicht zu kommentieren. Und ja, von dem her, das ist hübsch. Nummer 13, Bücher, die du noch unbedingt vor Ende des Jahres gelesen haben willst. Sehr viele. Was soll ich anderes sagen? Viele, viele Bücher möchte ich noch lesen, aber mir fällt jetzt kein bestimmtes ein. Abgesehen natürlich von ganz aktuell Die Früchte des Zorns von John Steinbeck. Damit sind wir am Ende der Zeit angelangt. Ich hoffe, euch haben diese Kategorien gut gefallen. Macht's gut. Tschüss.